Ich begrüße euch zurück, Spürnasen, zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir Unglaubliches erfahren. Und zwar, das Opfer, den Miles Edgeworth angeblich erschossen hat, war ein Verteidiger im Fall DL-6. Der Fall, wo Miles Edgeworths Vater Gregory Edgeworth das Mordopfer war. Können wir mehr zu diesem Fall erfahren? Denn er scheint irgendwie mit diesem Fall hier zusammenzuhängen. Wir gehen zur Strafanstalt. 25. Dezember. Strafanstalt. Besucherraum. Was ist? Habe ich mich beim letzten Mal nicht klar genug ausgedrückt? Edgeworth, was ist mit Ihrer Verteidigung? Das geht Sie nichts an. Anscheinend hat er immer noch niemanden gefunden. Vielleicht will er reden? Was passiert ist? Kann ich Sie zu dem Mord befragen? Right. Ich sag's Ihnen noch einmal. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Versuchen Sie doch zu verstehen. Es geht nicht darum, dass ich ein harter Kerl sein will oder Sie nicht ernst nehme. Aber ich kann nicht zulassen, dass Sie in diesem Fall ermitteln. Verstanden? Und der Gautsee? Warum waren Sie am Gautsee? Das werde ich Ihnen nicht sagen. Genauso wenig, wie Sie es Inspektor Gumshoe gesagt haben. Inspektor Gumshoe macht sich ernsthaft Sorgen um Sie. Er will wirklich nicht reden. Gut, dann präsentieren wir ihm mal das Foto, das Herr Grossberg uns gegeben hat. Misty Face Foto. Edgeworth? Ihr letzter Besuch ist doch erst ein paar Stunden her. Trotzdem hat Ihre Nachforschungen unglaubliche Fortschritte gemacht. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin, White. Schließlich waren Sie schon immer sehr zielstrebig in Ihrer Arbeit. Wenn Sie etwas anfangen, dann ziehen Sie das auch durch. Was den Fall DL-6 angeht. Richtig, DL-6. Ich wollte nicht, dass Sie davon erfahren. Darum habe ich Ihr Angebot, die Verteidigung zu übernehmen, abgelehnt. Es tut mir leid, wenn es so klang, als traute ich Ihnen die Aufgabe nicht zu. Ich wollte Sie nur aus DL-6 raushalten. Also, glauben Sie immer noch, ich sollte mich besser raushalten? Ich weiß es nicht, aber ich sehe jetzt keinen Grund, Ihnen etwas zu verheimlichen. Sehr gut. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich werde es Ihnen nach bestem Wissen beantworten. Gut, dann haben wir den geknackt. Und hupsala, ich habe aus Versehen wieder auf das Foto geklickt. Naja. Der Fall DL-6. Der Fall DL-6. Mein Vater starb dabei. Direkt vor meinen Augen. Er wurde erschossen. Ich habe alles genau gesehen. Meine Erinnerungen aus der Zeit sind verschwommen. Wahrscheinlich ein Selbstschutzmechanismus. Jedenfalls wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Ein Mann. Es war offensichtlich, dass nur er es gewesen sein konnte. Das Medium, das meinen toten Vater befragt hat, hat die Vermutung bestätigt. Ein Anwalt namens Robert Hammond wusch den Namen des Verdächtigen rein. Und Hammond ist das Mordopfer vom Gautsee? Exakt. Das Medium, das war meine Mutter. Was? Sie meinen, Sie sind... Es ist seltsam. Ich dachte, dieser furchtbare Fall wäre so gut wie beendet. Und jetzt das... So gut wie beendet? Der Fall DL-6 eignete sich vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren, am 28. Dezember. Am 28. Dezember? Die Verjährungsfrist läuft in 3 Tagen ab. Was? Nick, was bedeutet das? Wenn ein Fall verjährt ist, hat er sich, rein juristisch betrachtet, niemals ereignet. In 3 Tagen wird die DL-6-Akte geschlossen, für immer. Der Verdächtige. Was ist mit dem Verdächtigen? Dem, der für unschuldig erklärt wurde? Keine Ahnung. Er ist untergetaucht. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Wäre er noch am Leben, müsste er jetzt so um die 50 sein. Ich denke, ich kann verstehen, warum er sich versteckt hält. Es wäre schwer gewesen, ein normales Leben zu führen, als mutmaßlicher Mörder. Ihr Vater. Also war Ihr Vater Anwalt? Ja, Gregory Edgeworth. Zu seiner Zeit war er sogar eine kleine Berühmtheit. Also hatten Sie sozusagen vor, in seine Fußstapfen zu treten?
Darüber möchte ich lieber nicht reden. Aha. Vielleicht können wir irgendwas zeigen. Wir zeigen ihm mal den Autopsiebericht. Entschuldigung, ich wüsste nicht, was ich dazu sagen sollte. Toll, du bist ja eine große Hilfe. Foto vom See. Wer hätte gedacht, dass es ein Foto gibt? Edgeworth, haben Sie ihn erschossen? Was denken Sie, Wright? Ich denke, dass Sie nicht der Typ sind, der eine Waffe auf jemanden richtet. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also haben Sie ihn nicht erschossen? Nein, habe ich nicht. Ich war es nicht. Wright. Es fällt mir schwer, Sie das zu fragen. Sagen Sie nichts. Sie wollen, dass wir Ihre Verteidigung übernehmen. Ja, würden Sie? Wir können knallhart sagen, auf keinen Fall. Nee, Leute, so herzlos bin ich nicht. Ich helfe doch meinem Lieblingscharakter in dieser Serie. Natürlich. Ah, wer hätte gedacht, dass wir diesen Tag noch erleben dürfen? Ich bestimmt nicht. Endlich habe ich die Chance, mich bei Ihnen zu revanchieren. Revanchieren? Bei mir? Wofür? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas für Sie getan zu haben. Vergessen Sie's. Eigentlich müssen Sie gar nicht wissen, wofür. Mein schriftliches Gesuch. Geben Sie es bitte an Inspektor Gumshoe weiter. Edgeworths Gesuch in die Tasche gesteckt. Nun, ich denke, wir sollten... Was ist das? Erdbeben, Nick! Ein schweres! Es lässt nach. Puh, hatte ich eine Angst. Wo ist Edgeworth? Da! Er liegt zusammengerollt und zitternd auf dem Boden. Mit Erdbeben kommt er wohl nicht so gut klar. Wegrennen, okay. Aber sich auf dem Boden zusammenrollen? Okay, ich glaube, das war's. Sieht nicht so aus, als ob Herr Edgeworth demnächst wieder aufsteht. Lass los, Nick. Okay. Wir müssen Inspektor Gumshoe noch Edgeworths Gesuch geben. Merkwürdig. Warum kauert Edgeworth bei einem Erdbeben einfach so zusammen? Also ich habe Angst vor Spinnen, aber ich kauere doch nicht auf dem Boden zusammen, wenn da eine Spinne auftaucht. Kriminalabteilung. 25. Dezember. Polizeirevier. Kriminalabteilung. Was ist denn hier los? Was ist denn passiert, Inspektor? Diese wilde Lady ist vor einer Weile hier aufgetaucht. Sie sagte, sie wäre gekommen, um mit allen zu reden, wegen dem, was Herr Wright sagte. Was soll denn das alles, Junge? Lotterhart. Warum schlimmern Sie rum und suchen nach weiteren Zeugen? Wollen Sie, dass Herr Edgeworth die Todesstrafe bekommt, Junge? Nein, natürlich nicht. Es ist nur, ich meine, sie hat etwas gesehen. Dafür kann ich doch nichts. Ich kann ja nicht losziehen und Beweise verschwinden lassen. Wollen Sie irgendwas andeuten, wie ich meinen Job verrichte? Nein! Mein Gott, ey, der ist echt am falschen Fuß aufgestanden. Hier, wir zeigen ihm mal direkt unser Gesuch. Sehen Sie mal, was ich da habe. Hey, Sie haben es geschafft, Junge. Da bin ich froh, dass ich mit der Abgabe der Papiere bis zum letzten Moment gewartet habe. Ich werde sie zerreißen und für Sie neue aufsetzen. Danke, Inspektor. Tja, dann werden wir uns morgen vor Gericht sehen. Viel Glück, mein Lieber. Haben Sie vor einer Weile das Erdbeben gespürt? Ich war besorgt. Besorgt? Uns geht's gut. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich habe mich schon an Sie gewöhnt. Ach, ich war nicht um Sie beide besorgt. Ich war um Herr Edgeworth besorgt. Oh, nun gut. Toll. Schön, dass wir nicht wichtig sind. Er schien wirklich ein wenig heftig zu reagieren, jetzt wo Sie es erwähnen. Ja nun, das überrascht mich nicht. Es war ein ziemlich heftiges Beben. Ich werde mal nach ihm sehen. Sie beide sollten etwas essen gehen und sich für den Prozess morgen ausruhen. Tschüss. Ich frage mich, was es mit der Edgeworth und dem Erdbeben auf sich hat. Ich frage mich, er hatte sich nie vor ihnen gefürchtet, als er noch auf der Schule war. Aber wir waren auch nur bis zur 4. Klasse zusammen auf der Schule. Danach hat er auf eine andere Schule gewechselt. Ich frage mich, was dann mit Edgeworth passiert ist. Fortsetzung folgt. Und zwar hier sofort, in diesem Part, nicht im nächsten. Es geht direkt weiter. Und es geht los. 26. Dezember, 9.44 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Karma? Richtig, Manfred von Karma. Er ist der beste Ankläger, den es gibt.
Er hat in seiner 40-jährigen Karriere noch keinen Fall verloren. Er ist ein wahrer Anklagegott, Wright. Ein Gott. Keinen einzigen Fall? Er wird alles tun, um einen Schuldspruch zu erhalten. Wirklich alles. Klingt wie jemand anderes, den ich kenne, Edgeworth. Sie verstehen das nicht. Ich meine, er wird wirklich alles tun. Manfred von Karma muss man fürchten. Das ist eine ziemliche Behauptung für jemanden, der Selbstbeweise fälscht. Er hat mir beigebracht, was es wirklich heißt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. Was? Nehmen Sie einen so bissigen Ankläger wie mich und nehmen Sie das mal 10. Er war also Ihr Mentor, Edgeworth. So war es, sowas in der Art. Und jetzt versucht er, Sie in den Knast zu bringen? Was für ein Fiesling! Oh, Moment! Vielleicht hat er vor, absichtlich zu verlieren, um Ihnen dann rauszuhelfen. Nie im Leben. Er hat in 40 Jahren nicht einmal verloren. 40 Jahre. Er ist 20 Mal so gnadenlos wie ich. Das ist verdammt gnadenlos. Wie ich schon gesagt habe, er ist ein Gott unter den Anklägern. Ich glaube, das muss man wohl sein, was Mia für mich war. Wo ich gerade von Mia spreche. Maya? Hm? Wir könnten jetzt wirklich Mias Hilfe brauchen, meinst du nicht auch? So eine Art Cheater, Trumpfkarte, irgendwie sowas. Es klappt nicht. Tut mir leid, ich hab's versucht. Richtig doll sogar. Ich erreiche sie aber nicht. Du hast sie nicht erreicht? Es liegt nur daran, dass ich nicht geübt habe. Meine Kräfte sind wieder erloschen. Oh Mann, was für ein Timing. Tut mir wirklich leid. Ich werde mein Bestes geben. Das will ich hoffen. Sonst verlieren wir hier aber einen Grund und Boden. Was flüstern Sie da? Ach, nichts. Nun, es ist soweit. Lassen Sie uns reingehen. Okay. Wer ist dieser Manfred von Karma? Das werden wir jetzt erfahren. 26. Dezember, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Das Gericht verhandelt nun den Prozess gegen Herr Miles Edgeworth. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Herr von Karma? Ist die Anklage bereit? Dummkopf! Glauben Sie ernsthaft, ich würde hier stehen, wäre ich nicht perfekt vorbereitet? Stimmt allerdings, ich bitte um Entschuldigung. Er hat sogar den Richter eingeschüchtert. Und das in wie vielen Sekunden? 5 oder so? Nun gut, Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Entscheidende Beweise. Einen entscheidenden Zeugen. Was könnte sonst noch erforderlich sein? Das reicht natürlich, das sollte wohl genügen. Die Anklage darf ihren ersten Zeugen aufrufen. Was soll denn das mit diesem Kerl? Ist er Mitglied des Königshauses oder so? Wie soll ich bloß dagegen ankommen? Ja, Manfred von Karma ist ein Deutscher. Ja, der kommt aus Deutschland. Und wir kennen ja die amerikanischen Spielen. Deutsche sind ja gerne als Bösewichte. Und deutsche Ordnung und so, wegen hier seine Uniform und so, militärisch, kennen wir alles. Aber lassen wir uns nicht davon beirren. Wir kennen ja das heutige Deutschland. Ich rufe den für diesen Fall zuständigen Inspektor Dick Gumshoe in den Zeugenstand. Okay, Gumshoe ist als erster dran. Mal sehen, wie das läuft. Beschreiben Sie den Vorfall. Sofort. Jawohl, mein Herr. Inspektor Gumshoe sieht nervös aus. Sehen Sie bitte auf den Umgebungsplan. Der Mord ereignete sich spät an Heiligabend, so gegen Mitternacht. Genau in der Mitte des Sees befand sich ein Boot. In dem Boot waren 2 Männer. Nun, zufällig kämmte hier am Ufer des Sees eine Frau. Um 0.10 Uhr hörte sie 2 Pistolenschüsse. Dann fuhr das Boot los. Es fuhr zum Bootsverleih. Okay, dann bekommen wir erstmal den Umgebungsplan. Umgebungsplan des Gautsees. Für eine Detailansicht prüfen. Okay. Also wir sehen hier den Bootsverleih. Da ist hat Lotta gekämmt. Da ist Samurai Dogs. Und hier Samurai Hot Dogs. Samurai Dogs. Okay, weiter geht's. Beschreiben Sie dem Gericht die Verhaftung. Sofort. Moment mal, Herr von Karma. Ja. Eigentlich bin ich derjenige, der hier das Verfahren leitet. Falsch. Sie haben hier nur eine einzige Aufgabe. Sie klopfen mit Ihrem Hammer und sagen das Wort schuldig. Das ist Ihre Rolle hier. Ja, natürlich. Sie haben völlig recht.
Nein, hat er nicht! Zeugenaussage. Festnahme von Edgeworth. Ein Mann rief etwa 30 Minuten nach Mitternacht im Polizeirevier an. Wir begaben uns so schnell wie wir konnten zum Schauplatz des Verbrechens. Dort trafen wir Herr Edgeworth an. Nun, ich hatte ihn überhaupt nicht in Verdacht. Aber am nächsten Morgen wurde eine Leiche im See gefunden. Deswegen mussten wir Herr Edgeworth festnehmen. Verstehe. Nun gut. Beginnen Sie mit dem Kreuzverhör, Anwalt. Sofort! Herr von Karma hat schon direkt die Verhandlungen in den Griff. Das sieht nicht gut aus für uns. Okay. Einen Detektiv hier direkt, beziehungsweise Inspektor, irgendwelche Beweise vorzulegen, bringt nichts. Wir greifen erstmal an, um mehr Details über den Vorgang hier zu erfahren. Moment mal! Sie haben einen Anruf von einem Mann erhalten? Genau. Aber Sie haben gesagt, dass dort eine Frau gekämpft hat? Sie war diejenige, die die beiden Pistolenschüsse gehört hat, oder nicht? Einspruch! Die Frau und der Mann, der angerufen hat, sind eben verschiedene Personen. Verschiedene Personen? Es gab zwei Zeugen. Ihre Aussagen deckten sich aber weitestgehend. Heute habe ich die Camperin herbestellt. Die Camperin, Lotta Hart. Was passierte als nächstes, Inspektor? Moment mal! Wie viel Zeit verging zwischen dem Anruf und Ihrem Eintreffen am See? Ich würde sagen, es müssen ungefähr 3 Minuten gewesen sein. Das war ziemlich flott. Unser Motto in diesem Monat lautet, auf die Schnelle zur Stelle. Einspruch! Inspektor, unterlassen Sie es gedankenlos, Dienstgeheimnisse preiszugeben. Jawohl, tut mir leid. Halten Sie sich daran und Sie können sich auf Ihre nächste Gehaltsmitteilung freuen. Heutzutage kann man sich auf so vieles freuen. Wir haben hier keine Zeit für Träumereien. Fahren Sie fort. Jawohl. Moment mal. Welchen Eindruck machte Herr Edgeworth auf Sie, als Sie ihn dann sahen? Nun, für mich sah er ziemlich entspannt aus. Ganz und gar nicht wie ein Mörder, ehrlich. Einspruch! Inspektor, das Gericht will von Ihnen nur die Fakten hören und nicht Ihre Meinung. Wie viele Jahre sind Sie schon bei der Polizei? Nur Fakten, Inspektor. Harte, nüchterne, objektive Fakten. Jawohl. Oh Mann, der erhebt ja einen Anspruch nach dem anderen. Moment mal. Warum kam er Ihnen nicht verdächtig vor? Das sollten Sie doch wissen. Wir haben ein enges, vertrauensvolles Verhältnis zu den Staatsanwälten. Einspruch! Inspektor, das Gericht ist nicht an Ihren Überlegungen interessiert. Eng, vertrauensvoll, Blödsinn. Ich habe noch nie so viele leichtfertige Kommentare von einem echten Inspektor gehört. Inspektor Gumshoe sieht gar nicht so gut aus. Fahren Sie fort, sofort. Moment mal. Haben Sie irgendwelche Hinweise bei der Leiche gefunden? Eine einzige Kugel wurde aus der Leiche gesichert. Ihr wurde ins Herz geschossen. Die Verletzung war tödlich. Richter, hier ist die Kugel. Sie ist auf keinen Knochen getroffen, deswegen ist sie gut erhalten. Sehr gut, das Gericht nimmt die Kugel als Beweis auf. Aha, wir haben die Pistolenkugel. Die gucken wir uns mal kurz an. In der Leiche des Opfers gefunden, aus einer Kaliber 22 Pistole. Aha. Moment mal! Warum denn das? Nun, wir haben die Mordwaffe im Boot gefunden. Die Mordwaffe? Eine Pistole. Inspektor Gumshoe, das ist eine entscheidende Information. Bitte überdenken Sie Ihre Aussage. Ja, stimmt. Tut mir leid, Euer Ehren. Okay, fragen wir nach der Mordwaffe. Moment mal! Was war das denn? Okay. Was hat diese Pistole zu einem entscheidenden Beweis gemacht? Aua, der hat ja dasselbe fiese Lachen wie Edgeworth. Auf der im Boot gefundenen Pistole befanden sich Fingerabdrücke. Auf ihr waren deutliche Abdrücke von Herr Edgeworths rechter Hand. Ja, was? Ruhe, Ruhe!
Herr Edgeworths Fingerabdrücke wurden auf der Mordwaffe sichergestellt? Ja, euer Ehren. Richter, dies ist die fragliche Waffe. Als Beweis angenommen. Pistole zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die gucken wir uns mal kurz an. Die Mordwaffe, Kaliber 22, dreimal abgefeuert, mit Abdrücken von Edgeworths rechter Hand. Mitglieder des Gerichts, wir haben nun die beim Mord verwendete Pistole und die in der Leiche gefundenen Kugel. Inspektor. Ja, jawohl. Wurde die in der Leiche gefundene Kugel aus dieser Pistole abgefeuert? Ja, die ballistischen Spuren an dieser Kugel stimmen mit der Pistole überein. Hey Nick, was meint er mit ballistischen Spuren? Erschütternd. Unfassbar, dass hier jemand ist, der nicht einmal weiß, was ballistische Spuren sind. Nick, er starrt mich so zornig an. Nun gut, ich werde es Ihnen erklären. Eigentlich könnten Sie das übernehmen, Richter. Ich? Ballistische Spuren sind so etwas wie die Fingerabdrücke einer Pistole. Der Lauf hinterlässt eindeutige Spuren an jeder abgefeuerten Kugel. Anhand dieser ballistischen Fingerabdrücke lässt sich die benutzte Pistole erkennen. Das ist ein sehr genaues Verfahren. In der Tat. Das führt zu der untrüglichen Schlussfolgerung. Die Kugel aus dem Herzen des Opfers wurde ohne jeden Zweifel aus dieser Pistole abgefeuert. Und auf dieser Pistole befanden sich bekanntlich die Abdrücke des Angeklagten. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ruhe, Ruhe! Das ist übel. Jetzt sieht es ganz danach aus, als hätte Edgeworth es getan. Nun, Richter, ich würde sagen, damit ist es fast entschieden. Ehrlich gesagt, könnte ich bereits an dieser Stelle mein Urteil verkünden. Jedoch... Sie möchten die Zeugin noch hören, versteht sich. Nun gut, ich bin etwas ermüdet, deswegen genehmige ich mir eine kurze Pause. Ich werde meine Zeugin dann nach der Unterbrechung aufrufen. Diese wird 10 Minuten dauern. Richter! Ja? Was ist los mit Ihnen? 10 Minuten Pause, sofort! Aber Moment mal, ich... Klopfen Sie einfach mit dem Hämmerchen, damit wir hier weiterkommen, Mann. Jawohl. Das Gericht macht 10 Minuten Pause. Wer führt in diesem Gericht eigentlich den Vorsitz? Ja, das sieht im Moment überhaupt nicht gut aus. Wie wird dieser Fall weitergehen? Das klären wir im nächsten Part. Bis dann.